So, wir haben gesagt, Arten von Najasa, erstmal Alkohol, dann Schwein und Hund. Bei Schweinen und Hunden haben wir unterschiedliche Meinungen bei den Gelehrten. Je nach Fiqh-Schule haben wir eine andere Meinung. Zum Beispiel die hanafitische Schule sagt, Schwein ist Najis, aber der Hund, da machen sie einen Unterschied. Wenn der Hund trocken ist, dann gilt sein Körper nicht als Najis. Najis ist nur dann seine Schnauze, sein Speichel. Das heißt, wenn ich auf der Straße gehe und ein Hund berührt mich mit seinem Körper, die Kleidung sind nach Imam Abu Hanifa, wenn der Hund trocken ist, nicht Najis geworden. Okay? Wenn aber der Hund nass ist, dann gilt sein Körper als Najis. Imam Malik sagt, weder Hund noch Schwein sind Najis, sondern beide sind Tahir. Und Grund für die Tahara ist das Leben, wenn sie leben. Allerdings sagt er, wenn der Hund etwas mit seiner Schnauze berührt, dann waschen wir siebenmal als gottesdienstliche Handlung, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so empfohlen hat. Also heute werden wir das dann reinigen. Imam Shafi'i, für ihn ist der Hund und Schwein und das Schwein Najis. Allgemein. Und in der hanbalitischen Fiqh-Schule haben wir alle drei Meinungen. So kann man das in Kürze sagen. Okay? So. Also interessant, diese unterschiedlichen Meinungen, wie man das betrachtet. Natürlich, alle Fiqh-Schulen sagen, man darf keinen Hund zu Hause halten, also in der Wohnung. Aber Wachhund draußen, kein Problem. Solange man muss, wie gesagt, achten, weil alles, was der Hund mit der Schnauze berührt, wird Najis. Ja? Der darf nicht ins Haus, weil alles, was er mit der Zunge macht, Najis, muss gereinigt werden. Und man kann nicht hinterher immer bleiben, jetzt hat er das. Also nicht machbar. Das heißt, Najasa wird dann überall vorhanden sein. Ja, und wie kann man dann nachher sicherstellen, ja, dass Tahara vorhanden, damit man beten kann? Weil eine Bedingung für Gültigkeit des Gebetes ist auch, dass der Platz rituell rein ist. Okay? So. Das ist eine wichtige Sache. Jagdhund natürlich ist erlaubt im Islam. Sogar der Koran spricht davon, dass die Beute von Jagdhunden ist erlaubt. Und ist auch nicht Najis. Alle verendeten Tiere sind Najis, außer, wie gesagt, Tiere, die geschächtet werden. Und zwar so, wie wir das islamisch machen. Natürlich, menschliche Leichen sind nicht Najis. Und tote Heuschrecken. Wieso? Heuschrecken haben keinen Blutkreis. Und in den Wüstengebieten werden Heuschrecken in der Regel gefüttert. Wieso? Die haben sehr viel Eiweiß. Und man macht sie so, in der Regel nimmt man sie, röstet man sie und isst man sie wie Studentenfutter. Und manche sagen, es schmeckt sehr gut. Ja, also. Das heißt, also Heuschrecken, wie gesagt, für die Wüstenbewohner ist das erlaubt. Hier finden wir sie nicht, damit wir sie essen können. Und die verendeten Fische im Meer. Natürlich machen die Fiqh-Gelehrten hier einen Unterschied, ob ein Fisch auf der Wasserfläche ist oder ob ein Fisch dann im Wasser drin ist. Aber sagen wir jetzt ganz allgemein, auch verendete Fische im Meer, wenn sie nicht aufgrund von Gift und von anderen Sachen, also natürlich, sind sie auch genießbar, in der Regel. Je nach Fiqh-Schule, manche sagen, also Fische, die auf der Oberfläche, wenn sie tot sind, dann sind sie nicht erlaubt. Andere sagen, aufgrund dann von Bedenken wegen Gesundheit und Krankheit und andere Aspekte. Aber sagen wir erstmal grundsätzlich. Okay? Dann haben wir natürlich das vergossene Blut. Und wie ich euch gesagt habe, vergossenes Blut ist das Blut, was fließt nach der Schlachtung. Beziehungsweise, wenn ich jetzt eine Wunde habe
und das Blut fließt, ja, dann achten wir darauf, wenn die Menge des Blutes groß wird oder wenn es richtig fließt, dann ist das Najis, ich muss das waschen. Aber nehmen wir an, ich habe so ein bisschen Blut durch einen Mückenstich. Das wird ignoriert. Okay? Weil das ist dann, was ist das? So ein Tröpfchen ist nicht so schlimm. Und wie ich gesagt habe, Blut, was im Fleisch bleibt, ist erlaubt. Damit ist auch Leber, Niere, alles andere Fleisch sind davon sowieso ausgeschlossen. Urin, Exkremente von Menschen und Tieren, die sind auch nicht erlaubt. Und bei Männern und Frauen gibt es gewisse Flüssigkeiten, die herauskommen außer Urin und außer Samen. Die nennen wir Madhi und Wadi. Das sind manchmal, wenn jemand vor Samenerguss, bevor es dazu kommt, kommt so eine flüssige, dicke, flüssiges heraus, was und das ist auch Najis, muss also nachher die Stelle gewaschen werden. Wadi auch nachtropfen. Das muss auch gewaschen werden. Also die Stelle gewaschen werden und man macht nur Wudu. Also von Madhi und Wadi macht man Wudu, aber von Samenerguss muss man Vollwaschung machen. Bitte. Okay. Nein, 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 nein. Das ist, guck mal, wenn ich jetzt Wudu habe und ich bekomme so eine kleine Verletzung, ist sowieso Wudu damit nicht beeinträchtigt. Ich wasche nur die Stelle und binde sie, damit kein Blut fließt. Aber Wudu bleibt, wenn ich keine habe, mache ich. Es gibt manche Meinungen, die sagen, wenn man blutet, und zwar viel blutet, dass dadurch Wudu ungültig wird, aber nicht die Gebetswaschung. Das hat damit nichts zu tun. Also nicht die Vollwaschung, nicht. Es kommt darauf an, wie viel und es kommt darauf an, wo. Also so, wenn es zum Beispiel dann nachher kommt, dass man sich übergibt, dann ja, weil beim Übergeben sagt man, dann kam raus und kommt wieder rein, ein Stück davon. Aber wenn zum Beispiel normales Bluten, was ich nicht schlucke, nein, beeinträchtigt kein Fasten. Bitte, bleiben wir aber bei Tahara, ja, also nicht, bitte. Welche Meinung? Ja, die hanafitische Schule, deswegen habe ich gesagt, es gibt die Meinung. Ich habe nicht gesagt nach allen Schulen. Ich weiß, dass die hanafitische Schule für sie, wenn mehr Blut fließt, also wenn es fließt, dann ist Wudu ungültig. Aber durch Mückenstiche ist nicht, weil es fließt nicht. Es gibt zwar, aber wenn es fließt, für die hanafitische Schule, für die anderen Schulen nein. Manche sagen, wenn die Menge sehr groß ist, aber die Regel besagt, wie gesagt, nach der hanafitischen Schule fließt Blut, dann macht man Wudu neu. Und ich denke, das ist die Meinung von Imam Abu Hanifa. Ich glaube, Imam Yusuf hat andere Meinung in diesem Zusammenhang auch. Also auch wenn wir mal sagen, hanafitische Schule, es gibt auch andere Meinungen als Meinung von Imam Abu Hanifa, obwohl in den Ibadat, also alles was Salah, Siyam, Hajj, Zakah geht, wird immer die Meinung von Imam Abu Hanifa bevorzugt. Aber zum Beispiel in anderen Fragen, wenn es um Gerichtsbarkeit, andere Sachen geht, wird eher die Meinung von Imam Abu Yusuf bevorzugt. Es ist, wie gesagt, unterschiedlich. Ja, weil auch in der hanafitischen Fiqh-Schule nicht nur eine Meinung existiert in allen Fragen. So, dann Teile von Tieren, die noch zu Lebzeiten abfallen, sie sind in der Regel auch Najis. Zum Beispiel jemand kommt und
schneidet ein Stück. Nehmen wir an, es gibt so manche Schafe, sie haben hinten so einen Fettsack und schneidet man davon ein Stück. So ein Stück ist Najis, darfst du nicht anwenden, wenn das Tier lebt, noch lebt. Aber zum Beispiel solche Sachen, die man wegtut oder die abfallen, wie zum Beispiel Fell. Ja, wenn man jetzt die Lämmer und so weiter rasiert, ja, dann ist natürlich Fell oder Haare, die sind nicht Najis, die kann man verwenden und die werden auch verwendet. So. Das ist also das Wichtigste, was in diesem Zusammenhang ist, worauf wir achten sollen. Jetzt wollen wir langsam etwas anderes kennenlernen, nämlich die Waschungen. So, jetzt kommen wir zu der ersten Frage der Menstruation. Bitte. Ja, also weil in einem Hadith steht, dass der Prophet sallam gesagt, zwei von den Verendeten und zwei von den Bluten, so hat er gesagt, Maitatani wa Daman, sind uns erlaubt. Und dann hat er gesagt über die Heuschrecke, ja, bei den, und über tote Fische. Und über Daman hat er gesagt, Al-Kabid wa Tuhal, also dann hat er gesprochen also von diesen Innereien, dass sie uns erlaubt sind, obwohl sie sehr viel Blut beinhalten. Ja, wenn man sie auch nachher kocht und so, sie schmecken auch ganz stark. Aber der Prophet sagte, die sind uns erlaubt. Und deshalb hat man die Ausnahme darunter auch gemacht. So, jetzt kommen wir zu diesen Fragen erstmal Menstruation. Menstruation wird eigentlich hat zwei Bedeutungen. Al-Hayd hat entweder die Bedeutung, also der Name des Blutes, was fließt aufgrund der Periode, nennt man Hayd, oder man nennt auch den Zustand, wenn diese Periode da ist, auch Hayd. Okay? Und diese Aya im Koran kennen wir, wo dann die Muslime den Gesandten danach gefragt haben, wie sie sich verhalten sollen, wenn die Frauen ihre Tage haben. Dann wurde gesagt, keine Intimitäten, also kein Geschlechtsverkehr. Intimitäten ja, aber kein Geschlechtsverkehr, also kein Geschlechtsakt. Sonst alles andere ist erlaubt. Ja, und ansonsten läuft alles ganz normal. Und wenn die Frauen dann erst diese Tage ihre Periode nicht mehr haben, sich gereinigt haben, die Vollwaschung haben, erst dann ist es dann erlaubt, mit ihnen intim zu sein. Jetzt kommen wir aber zu gewissen Fristen und Mindestzeiten und Höchstzeiten. Und die sind unterschiedlich nach den Schulen. Übrigens, diese Festlegung dieser Zeiten, das erfolgte damals durch sogenannte Induktion. Das heißt, die Gelehrten in ihrer Umgebung haben sich erkundigt, welche Höchstdauer hat eine Frau, welche Mindestdauer hat eine Frau. Und dann haben sie gesagt, höchstens so viel, mindestens so viel. Imam Abu Hanifa kam zum Ergebnis, dass Mindestdauer 3 Tage ist bei der Blutung und Höchstdauer 10 Tage. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn die Frau Blutung nur für einen Tag hat und nachher keine Blutung mehr sieht, heißt es für Imam Abu Hanifa, das war keine Periode. Was bedeutet dies? Wenn sie nicht gebetet hat, hat sie diese Gebete nachzuholen, weil das keine Periodezeit ist. Und wenn sie jetzt Blutung hat für mehr als 10 Tage, dann nach dem 10. Tag beginnt sie zu beten, obwohl sie Blutung hat, weil die Blutung ist für ihn nicht mehr Menstruation, sondern andere Blutungen, weil die Frau blutet nicht nur wegen der sogenannten Regel, sondern es gibt auch Schmierblutungen, andere Blutungen und so weiter. Imam Al-Shafi'i und Imam Ahmad, sie haben festgestellt, beziehungsweise nach ihrer Arbeit kamen sie zum Ergebnis, dass die Regel doch mindestens einen Tag sein kann und höchstens 15 Tage. Was bedeutet das für sie? Ja, ab 15 nach dem 15. Tag bedeutet, wenn Blutung noch da ist, ignoriert man das, die Frau macht Ghusl und betet trotz Blutung. Dann ist das nicht Hayd, sondern Istihada, nennt man das. Nicht Hayd, sondern Istihada.
Wir sehen hier diesen Begriff Istihada. Okay? So. Aber guckt mal, was ist die Regel? Natürlich sagen wir mindestens, höchstens, das sind allgemeine Aussagen. Aber jetzt, was gilt für die jeweilige Frau? Wenn die Frau weiß, dass sie ihre eigene Regel kennt, sie hat eine regelmäßige, dann gilt für sie natürlich die regelmäßige Regel, die sie hat. Also sie muss nicht immer 15 Tage abwarten, wenn sie zum Beispiel weiß, nach dem 5. Tag ist keine Blutung mehr vorhanden. Nach dem 7. Tag oder nach dem 6. Tag, dann gilt für sie ihre Regel. Okay? Das sind nur Zeiten, wo wir sagen können, es kann sein, dass Frauen sind, die eine Periode nur für einen Tag haben. Und es kann sein, dass Frauen gibt, die für 15 Tage eine Periode haben. Aber Frauen, die zum Beispiel keine regelmäßige Periode haben, sie können sich danach richten. Entweder nach Imam Abu Hanifa oder Imam Shafi, wo sie sagen können, gut, was soll ich jetzt machen? Und hier sieht man, man muss einer Schule befolgen. Ja? Und deshalb sagt sie, nehme ich jetzt diese Meinung mit 3 Tagen bis 10 Tagen oder nehme ich die Meinung von einem Tag bis 15 Tagen? Weil sie muss sich festlegen, damit sie weiß, solange das nicht regelmäßig ist, wann hat sie Periode, wann hat sie nicht, weil damit sind gewisse Sachen verbunden, hängen Sachen mit Gebet, mit Fasten und so weiter. Und dann kommen wir zu den sogenannten verbotenen Handlungen, die eine Frau nicht machen darf. Sie darf nicht beten. Und wenn sie betet, dann ist das Gymnastik. Das ist dann keine Ibadah. Okay? Sie kann Gymnastik machen, kein Problem. Weil die Ibadah liegt darin, dass sie nicht betet, weil Allah Ta'ala ihr gesagt hat, bete nicht, wenn du das hast. Natürlich wissen wir am Ende, es ist eigentlich ein Schutz, eine Erleichterung für die Frau. Nur es gibt manche Frauen, sie denken, jetzt ich bin stark genug, ich kann es machen. Ja, dann sagen wir eher gut, vielleicht jetzt, aber was geschieht nach einem Jahr, nach 2 Jahren? Und es gibt viele Frauen, sie sind dankbar, dass sie nicht beten sollen in dieser Zeit. Ja? Wir wissen, dass Blutung bedeutet nicht nur, dass die Frau Blut verliert. Hormonwechsel, Schwankungen, andere Sachen hängen damit zusammen. Das kennt nur die Frau. Ja? Und vielleicht verheiratete Männer, die sich kümmern um ihre Frauen. Okay? Aber ansonsten, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Fasten im Ramadan und freiwilliges Fasten. Bei Gebeten wiederholen die Frauen die versäumten Gebete nicht nach. Aber die Fastentage holen sie nach. Hier sieht man die Ibadah. Da fragt man sich, wieso holt sie die versäumten Tage nicht beim Gebet, aber beim Fasten holt sie. Natürlich können wir philosophieren darüber. Es ist eine Ibadah-Handlung. Das heißt, eine Frau, die zum Beispiel kommt und sagt, obwohl ich meine Periode habe, will ich fasten. Sie kann fasten, kein Problem. Aber sie muss nach Ramadan alle Tage, wo sie ihre Periode hat, nochmal nachfasten. Und das Fasten im Ramadan gilt als Diät und nicht als Ibadah. Okay? Weil es gibt manche, die sagen, ich will und ich kann und ich will mit den Kindern auch nur essen. Kein Thema, mach es. Aber nach Ramadan holst du die Tage der Periode wieder nach, weil die Ibadah damit nicht erfüllt ist. Okay? So, weil mittlerweile gibt es auch manche Hanum Hujja, die auch fasten wollen, wenn sie ihre Tage haben. Bitte. Es ist haram, zu fasten mit der Absicht des Fastens. Ich kann natürlich Diät machen. Ich kann auch heute sagen, ich will für 20 Stunden nicht essen. Ohne dass ich Fasten beabsichtige. Aber dass ich sage, obwohl der Prophet Muhammad s.a.w. sagte und obwohl Ijma' unter allen Gelehrten ist, dass die Fasten nicht gültig sein kann mit der Menstruation, trotzdem faste ich und will das auch gelten lassen als Fasten, dann ist das natürlich haram. Nur wenn ich sage, ja, ich habe kein Verlangen nach Essen und ich werde mit der Familie essen, normal und so. Ja, aber sie muss und sie beabsichtigt nicht Fasten als Ibadah, macht das nicht. Und nach Ramadan holt sie die Tage nach, kein Problem. Wenn sie das machen möchte, bitteschön.
Bei Gebet wird nicht nachgeholt. Gebete werden nicht. Ja, ich meine, wenn sie jetzt die Form macht und sie will damit, wie gesagt, wir sagen, die Hingabe Allah Ta'ala gegenüber, sie wird belohnt dafür, dass sie nicht betet, wenn sie ihre Tage hat. Sie wird belohnt dafür, dass sie nicht fastet, wenn sie ihre Tage hat. Genauso wie der Mann belohnt wird, weil er fastet, weil Allah Ta'ala das geboten hat und das geboten hat. So einfach ist das. Bedeutet nicht, dass die Frau jetzt sozusagen verloren hat und sie fastet nicht und damit ist sie ausgeschlossen, ja, von der Zufriedenheit Allahs. Nein, sie hat genau die gleiche Belohnung, weil sie sich daran hält, wie Allah Ta'ala ihr es geboten hat. Und wir wissen, die Frau braucht es in der Regel. Viele Frauen sind dankbar, dass Allah Ta'ala ihnen diese Möglichkeiten gibt, aber es gibt manche Frauen hier in Europa, die unterliegen gewissem Druck, ja, und sie müssen sagen, wir müssen Männer werden, damit wir gleichberechtigt werden. Und deshalb will ich die Periode ignorieren und ich will alles machen, wie die Männer das tun. Viele Männer oder die meisten Männer haben kein Verlangen danach, Frauen zu werden, damit sie gleichberechtigt sind. Sondern heute in dieser Gesellschaft Gleichberechtigung bedeutet, dass die Frau Mann wird. Nein. Bleibe Frau und hol dir das, was dir zusteht. Du musst nicht ein Mann werden. So, bitte. Wir kommen noch dazu. Drittens Tawaf. Tawaf ist um die Kaaba herum, bei Hajj, bei Umrah oder ob das jetzt Pflicht-Tawaf ist, Freiwillige. Tawaf ist ein rituelles Gebet. Guckt mal, genauso wie wenn ich jetzt stehe und sage, Allahu Akbar, das rituelles Gebet ist, Tawaf um die Kaaba herum ist genauso ein rituelles Gebet. Im Islam, das rituelle Gebet hat nicht nur eine Form. Wir haben für das rituelle Gebet im Islam, für Pflichtgebete, drei Formen. Wir haben diese Form, die ihr kennt, mit Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Sujud, Ruku' und so weiter. Und wir haben die zweite Form, wo wir überhaupt kein Ruku' und Sujud haben, bei Totengebet. Wie verrichten wir das? Im Stehen. Wir bewegen uns überhaupt nicht. Und die dritte Form von Pflichtgebeten ist Tawaf. Man geht spazieren, in Anführungszeichen. Ja? Also man umschreitet die Kaaba siebenmal und das ist das rituelle Gebet in der Kaaba. Wenn man Tawaf, es kommt darauf an, welche, es gibt Pflicht-Tawaf, die man machen muss, die Frau machen muss, und es gibt natürlich, es gibt Tawaf, wenn sie ihre Periode hat, dann muss sie abwarten, bis sie weg ist, dann macht sie Tawaf. Sie muss, es gibt Tawaf al-Wada, damit, wie gesagt, Tawaf al-Wada hat keine Frist nach hinten. Sie kann auch nach 10 Jahren kommen. Und das machen, aber sie hat noch Tahallul noch nicht. Also, da gibt es große Einschränkungen. Und deshalb bei Tawaf, was macht die Frau, was empfehlen wir heute? Sie kann zum Beispiel irgendwelche Mittel nehmen, dass sie die Periode verzögert. Wenn sie weiß, ich habe nur eine begrenzte Zeit, damit sie die Handlungen vollziehen kann und kommen. Früher haben das auch die Frauen gemacht, obwohl. Keine Hormonmittel, sie haben auch gewisse Sachen genommen, wo dann die Periode verzögert wurde. Oder sie sind hingegangen und haben abgewartet, bis die Periode weg war und dann haben sie die Pflichthandlungen, weil es gibt, wie gesagt, Pflicht-Tawaf, die man machen muss. Ansonsten gilt Hajj nicht. Ja, das bleibt, das muss man machen. Und deshalb ist es wichtig, das auch zu berücksichtigen. So, verweilen in der Moschee bedeutet, guckt mal, hier gibt es einen Aspekt, was sehr wichtig ist. Was haben wir euch gesagt? Die Frau, wenn sie ihre Tage hat, sie ist nicht najis. Das ist Nummer eins. Also, wenn sie, wieso hat früher der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Frauen verlangt, dass sie nicht länger in der Moschee bleiben? Nicht länger, wenn sie ihre Tage hatten. Wegen der Bedenken, wegen der rituellen Reinheit, aufgrund von Fließen des Blutes. Ihr müsst eins wissen, die Menschen früher hatten keine Unterhosen, keine Unterwäsche.
Das ist das, dass die Menschen heute Unterwäsche und all das und dass sie zum Beispiel die Frauen halt diese Einlagen und andere Sachen haben, das ist alles neue Entwicklungen. Und deshalb war früher möglich, dass die Frau, wenn sie ihre Tage hat zum Beispiel, wenn sie nicht aufgepasst hat, das Blut fließt und damit wird auch die Moschee verunreinigt mit Blut. Und deshalb gibt es diese Sache mit nicht verweilen in der Moschee aufgrund dieser Tatsache. Wenn aber die Frau heute beispielsweise sich auch so sichern kann, dass kein Blut herauskommt, dass damit auch keine Najasa in der Moschee ist, dann ist es natürlich überhaupt kein Problem, dass die in die Moschee geht. Ohnehin, alles, was wir in Europa haben, gilt nach der Definition der Scharia nicht als Masjid. Nach der Definition von Masjid. Wieso? Einer der wichtigsten Merkmale von Masjid ist, dass ein Masjid immer Waqf ist. Waqf bedeutet, gehört niemandem. Allah, mehr nicht. Es ist nicht eingetragen im Namen einer Person und nicht einer Institution und Waqf. Deshalb alle Moscheen in der islamischen Welt sind Awqaf. Und eine Moschee muss Waqf sein, damit sie Moschee sein kann. Das ist einer der wesentlichen Merkmale von Waqf, von Moscheen. Die haben wir hier in Europa nicht. Was haben wir in Europa? Sogenannte Gebetsräume. Das heißt zwar Masjid in der allgemeinen Beschreibung, weil was ist Masjid? Überall, wo du betest, ist Masjid. Masjid, da wo ich Sujud mache. Ich kann auch zu Hause ein Zimmer als Masjid nennen. Es gab auch früher muslimische Gelehrte, sie haben auch manche Zimmer in ihren Wohnungen als Masjid genannt. Ja, damit, wenn sehr viele Besucher kommen, ja, dann hat er sich aufgehalten in Masjid und wenn jemand kam, hat die Frau gesagt, er ist in Masjid, dann ist er gerannt zu der großen Moschee, hat nach ihm gesucht. Also das hat schon mal gute Vorteile. Auf jeden Fall. Also Masjid ist da, wo ich Sujud mache. Und das ist überall, das kann nachher Masjid werden, wenn wir hier beten, sagen wir, mach mal Masjid. Zum Beispiel ein Professor aus Frankfurt hat mir erzählt vom Museum für Völkerkunde, dass er in Algerien war unter den Tuareg. Und dann haben die Leute gesagt, nachdem sie fertig waren, gehen wir beten in die Moschee. Dann sind sie rausgegangen, hat er geguckt, wo ist diese Moschee? Ja, das waren so vier Striche auf einem Boden, das war die Moschee. Sie haben das nur markiert mit vier Strichen. Ja, weil wenn Sie sagen, hier ist Moschee, heißt es hier, darf weder Hund noch Kamel noch irgendwie sich aufhalten und irgendwie urinieren und damit das daher bleibt. Und das war Ihr Moschee, dann haben Sie sich dort getroffen, dort gebetet. Also Moschee muss nicht jetzt ein Bau sein mit Minarett und Kuppel und dann machen wir Kredite mit Zinsen und machen Haram-Sachen, damit wir es ganz hübsch und groß machen, ja, und damit wir am Ende auch darin ein bisschen beten und mehr Kaffee und Tee und Karten spielen können, ja, wie das leider der Fall heute ist. Also, das heißt, diese Gebetsräume, die wir in Europa haben, können die Frauen ohne Wenn und Aber, wenn sie darauf achten, dass hier keine Najasa kommt, also kein Blut fließt oder so, dann können sie natürlich reingehen, an Aktivitäten teilnehmen, Vorträge hören, alles Mögliche mitmachen, ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung. Okay? So. Berührung des Mushaf und Rezitation des Koran, wiederum eine umstrittene Sache unter den Gelehrten. Aber die gängige Meinung sagt, wenn die Frau ihre Tage hat, berührt den Mushaf, also wie gesagt, die Frage ist, handelt es sich um Mushaf oder im Koran? Gut, die Fiqh-Gelehrten sagen Mushaf, auch sagen wir, ich würde sagen, aus dem Respekt heraus. Nicht jetzt berühren, im Sinne von direkt, aber wenn das Umschlag hat, also gut. Nehmen wir an, eine Frau ist eine Koranlehrerin oder eine, die Koran lernt. Darf sie Koran dann lehren, rezitieren und lernen, wenn sie das noch auswendig macht oder nicht? Die Gelehrten sagen ja. Wieso? Weil
Es ist zwar keine Ibadah-Handlung, weil für die Rezitation des Koran muss man im Tahara-Zustand sein, nach Meinung der Mehrheit der Gelehrten. Es gibt manche, die sagen, bei der Rezitation muss nicht im, also im Wudu sein, aber die Meinung, die alle Fiqh-Schulen sagen, muss im Tahara-Zustand. Und Tahara-Zustand ist hier nicht möglich, im Sinne von, dass sie beten kann. Also kein Wudu ist dann damit. Trotzdem sagen sie, aufgrund dieser Notwendigkeit, weil sie lehrt, sie lernt, wenn sie das nicht macht, dann wird sie das auch vergessen, das ist sehr schwierig und so weiter. Dann sagen sie, in diesem Sinne kann sie das machen. Und sehr viele Gelehrten sagen, auch ohne Unterschied, sie sagen, wenn gewisse Koran, gewisse Ayat, eine Art von Dua darstellen, dann kann sie auch sie rezitieren als Dua. Also was heißt das? Das heißt also, diese ganze Handlung ist eine Art, ein bisschen Respekt dem Koran gegenüber, aber wie gesagt, Lehrende und Lernende dürfen lesen und rezitieren und machen, damit sie damit vorankommen. Aber wir werden Leuten sagen, zum Beispiel, wenn eine Frau in der Zeit, wenn sie ihre Tage nicht hat, den Koran nicht berührt, und jetzt hat sie ihre Tage und sagt, jetzt will ich sitzen und lesen und Ibadah machen, wir sagen ihr, mach das nicht. Warte ab, bis du wieder Tahir bist, dann machst du bitte diese Ibadah. Ja? Weil es ist eine Ibadah, Koran rezitieren. Nur hier sehen wir, es sind Lehrende, Lernende, und das ist eine Notwendigkeit, dass das so ist, dann macht man auch aus dieser Notwendigkeit heraus diese Ausnahme, bitte. Auswendig, das ist ja das Thema, auswendig lernen, auch ohne Berührung. Das Thema, darf ich Koran rezitieren oder nicht? Ja? Kann man natürlich als Dua ohne weiteres, macht man. Als, weil das ist Dua, dann. Ja, ja, aber das ist sozusagen für dich ein Teil von Dua. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Dua. Du sagst ja, ja Allah, a'udhu, ich flehe dich an, dass du mich schützt vor dem und dem. Okay? Und deshalb sagen sie auch Koran, was eine Art Dua darstellt. Ja? Für sie alle sagen, kein Problem. Und andere sagen, bei Lernende und Lehrende ist das auch kein Problem aufgrund dieser Notwendigkeit. Also so ist die Meinung in allen Schulen. Aber ich kann nicht, wenn ich jetzt nicht Wudu habe oder wenn ich jetzt meine Periode habe, jetzt Koran als Ibadah-Art rezitieren. Wieso? Die Tahara ist nicht möglich, ist nicht vorhanden. Okay? So. Dann Geschlechtsverkehr, und ich meine mit Geschlechtsverkehr wirklich Geschlechtsakt. Alles andere ist hier nicht gemeint. Okay? Wir haben es verstanden. So. Ihr könnt nachher diese nehmen und dann könnt ihr das auch genau lesen. Wir müssen darüber nicht sprechen jetzt. Wochenfluss. Das Thema Wochenfluss. Das heißt also, wenn die Frau jetzt geboren hat und danach kommt, dann fließt auch Blut. Das nennen wir auch im Islam An-Nifas. Und das ist, wie gesagt, man nennt das Blut, was fließt, und der Zustand, was da ist. Und jetzt sagen die islamischen Gelehrten, haben sie das gleiche wie bei Wudu. Eine Höchstdauer und eine sozusagen Mindestdauer gibt es nicht, weil die beginnt ja gleich nach der Entbindung. Und dann Höchstdauer, wie lange kann das dauern? Und wie wir hier sehen, Imam al-Shafi'i sagt 60 Tage, Imam Abu Hanifa sagt 40. Aber was gilt für die Frau? Wenn sie nach der Entbindung kein Blut mehr sieht, dann beginnt sie mit dem Beten. Wenn sie aber mehr, wenn sie, sagen wir, nach der hanafitischen Schule vorgeht und mehr als 40 Tage Blut hat, was macht sie? Ab dem 40. Tag beginnt sie zu beten trotz Blut. Nennen wir auch Istihada. Okay? Das heißt, trotz der Blutung betet sie nach Imam al-Shafi'i erst ab dem 60. Tag. Also so ist sozusagen die Sache, und damit auch gibt es verschiedene Aspekte über
Auch die Einschränkungen in diesem Zusammenhang, Nifas ist genauso, also bei Wochenfluss genauso wie oder Wochenbett genauso wie bei Menstruation, die gleichen Einschränkungen, über die wir früher gesprochen haben. So, über die Mindestdauer von Schwangerschaft und das hängt alles mit Abstammung zusammen, das werden wir im zweiten Kurs kennenlernen, wenn wir über Ehe und Abstammung und all diese Aspekte sprechen, noch kennenlernen. Al-Janaba haben wir vorhin kurz angesprochen, bezeichnet einen Zustand, der durch eine der folgenden Handlungen verursacht wird, entweder Geschlechtsakt. Und wenn wir sagen Geschlechtsakt, bitte hier achten darauf, wir meinen damit die Berührung der beiden Geschlechtsorgane. Wenn die Berührung zustande kommt, dann heißt es, es muss Ghusl gemacht werden danach, auch wenn kein Samenerguss zustande kam. Okay? Das ist also die Sache. Und natürlich dann nachher das Thema mit dem Samenerguss. Das ist dann, wie gesagt, oder wenn irgendetwas rausfließt, falls manche Leute etwas tun, was wir unter Selbstbefriedigung auch bezeichnen. Also das, was herauskommt, dann ist man danach Junub und dann muss man sich voll waschen. Vollwaschung heißt Ghusl, das heißt, wir werden das noch behandeln. Es reicht nicht nur Wudu, sondern Ghusl. Wenn ich jetzt im Janaba-Zustand bin, was darf ich nicht? Ich darf nicht beten, bis ich Ghusl gemacht habe. Ich darf kein Tawaf machen, weil das auch Gebet ist. Ich darf auch Koran nicht rezitieren. Und nicht in der Moschee verweilen, im Sinne davon, dass ich nur vielleicht, also es gab manchmal früher die Notwendigkeit, dass man manche Tür zur Moschee hatte und dann überquerte man die Moschee dadurch. Wieso sagen wir, hier sind wir ein bisschen viel strenger oder ein bisschen viel strenger als bei Menstruation und so weiter, weil dieser Zustand kann man schnell beseitigen. Anders als bei der Menstruation. Sie ist da und wir müssen warten, bis sie weg ist. Aber Janaba-Zustand kann man schnell beseitigen und deshalb ist es sehr empfehlenswert, dass man Janaba so schnell wie möglich beseitigt. Ja? Weil man weiß nicht nachher, welche Schwierigkeiten dann zustande kommen. Aber bitte hier befreit euch auch von manchen Gedenken. Ich habe gehört, insbesondere vom türkischen Bereich kommen hier solche Geschichten im Zusammenhang mit Janaba. Ja? Die sind natürlich alle nicht richtig. Ja, wo man dann sagt, wenn der Mann Junub ist und nicht direkt sich wäscht, dann wird kein Gras wachsen, wo er sitzt, und dann wird es donnern, und dann was weiß ich, und die ganze Welt bricht zusammen und so weiter. Also es gibt solche Überlieferungen oder solche Geschichten, Märchen. Das ist alles falsch. Stimmt nicht. Nur der Islam sagt, so schnell wie möglich, wenn du im Janaba-Zustand bist, diesen Janaba-Zustand beseitigen. Ja? So, dass man kein Gebet versäumt, so, dass man auch nachher nicht so unter Zeitdruck kommt, dass man kein Wasser mehr findet und so weiter. Deshalb, so schnell wie möglich diesen Zustand beseitigen, weil auch dadurch diese anderen Einschränkungen vorhanden sind. Dua ist erlaubt. Dua kann man immer machen. Aber wir sagen immer so schnell wie möglich aus diesem Zustand heraus. Okay? Ja, also, und wenn es heißt so schnell wie möglich, wie gesagt, nicht gleich, sondern man kann auch zum Beispiel kurz vor Fajr aufstehen, Ghusl machen und dann beten. Hauptsache, dass man dadurch keine Gebete versäumt und nicht in Schwierigkeiten kommt, dass dann Ghusl nachher sozusagen schwierig wird. Aber der Prophet von ihm ist bekannt, also er war über mehrere Stunden Junub, also nicht sofort direkt und so weiter. Aber Hauptsache, und deshalb sagen auch die islamischen Gelehrten, im Ramadan kann man auch im Janaba-Zustand Fasten beginnen. Das heißt, nehmen wir an, Mann und Frau waren intim. Ja, und jetzt ist die Zeit angebrochen und man isst noch, hat noch keinen Ghusl gemacht. Ja, Morgendämmerung, gut, dann beginnt man natürlich mit Fasten.
Dann wäscht man sich und so und dann betet man Fajr und damit ist alles wieder okay, weil von der Morgendämmerung bis Sonnenaufgang haben wir circa 90 Minuten. Also man kann dann in aller Ruhe, aber man hat bereits mit Fasten begonnen, obwohl man im Janaba-Zustand ist. Okay? Die Schiiten akzeptieren das nicht. Sie sagen, es gilt kein Fasten im Janaba-Zustand, also Beginn von Fasten. Aber alle Ahle Sunna wal Jama'a, Usul al-Fiqh erzwingt das auch. Wir werden darüber noch diskutieren, wenn wir das auch kennenlernen. Jetzt kommen wir zu einem Zustand Ghusl. Also Ghusl, wie ich gesagt habe, wenn die Frau ihre Tage hatte, Wochenfluss hatte, wenn es vorbei ist, Janaba, wie sie alle müssen dann diesen Zustand beseitigen, damit sie nachher beten können. Das heißt, auch wenn sie Gebetswaschung machen, dass diese Gebetswaschung gilt, also dann müssen sie vorher die sogenannte Vollwaschung, also Ghusl, machen. Und was ist Ghusl? Ich sage euch eins. Guckt mal, ganz allgemein, ganz einfach. Ghusl bedeutet, dass ich den gesamten Körper von oben bis unten wasche. Nehmen wir an, jemand hat zu Hause ein Schwimmbad. Dann kommt und hat fast die Absicht für Ghusl, springt hinein, geht heraus, Ghusl ist erledigt. Die Hanafiten sagen, stopp, er muss noch Nase säubern und Mund spülen, weil für sie Mund und Nase gehören zum Gesicht. Sie haben das auch genauso bei Wudu, weil Mund und Nase gehören für sie, fürs Gesicht. Für die anderen Gelehrten, Mund und Nase gehören nicht zum Gesicht. Wenn du sie Nase säuberst, Mund spülst, das ist Sunna-Handlung. Sie sagen, alleine wenn du die Absicht hast. Natürlich kommen dann die Malikiten und sagen, Moment, die Reibung fehlt noch, weil sie wollen auch die Reibung. Aber grundsätzlich jetzt allgemein, wenn man diese Absicht hat, hineintauchen, heraufkommen in einem Tahurwasser, damit ist Ghusl erledigt. Also, aber was machen wir? Wie machen wir das in der Regel? Wir machen es natürlich nicht so. Sondern in der Regel machen wir Folgendes. Wir sagen erstmal, wie ich vorhin gesagt habe, wann Ghusl wichtig ist, eine Sache müssen wir nur noch erwähnen. Verstorbene Muslime müssen auch gewaschen werden. Das ist ihr Recht bei uns. Aber wir alle, nicht wir alle müssen sie waschen. Wenn eine Gruppe von uns diese Pflicht erfüllt, ist damit die Sache erledigt. Aber und wann müssen wir Ghusl machen, bevor wir jetzt damit beginnen, gehen wir nach der Folie vor. Wann sollen wir Ghusl machen? Vorhin haben wir gesagt, Ghusl muss sein bei den Zuständen, die wir erwähnt haben. Und jetzt, wann ist Ghusl Sunnah? Das heißt, es ist empfehlenswert. Du sollst machen, ja, am Freitag. Wieso? Ja, weil am Freitag, eigentlich für die Muslime, jeden Freitag ist ein Eid. Und wenn auch die Menschen hingehen, zusammen beten in der Moschee, man muss nicht nach Schweiß riechen. Also wenn man Ghusl gemacht hat, dann riecht man angenehm, parfümiert man sich, zieht auch saubere Kleidung, ja, möglichst auch keine alten Socken und so, damit es ja nicht unangenehm riecht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, aber wenn du zum Freitagsgebet gehst, möglichst keinen Knoblauch essen und sowieso, kommt eine große Versammlung. Es soll angenehm sein und nicht einfach stinken, ja? Deshalb ist die Sache. Und das ist hier ein Hinweis darauf. Auch wenn wir zum Beispiel Eid haben, ja, Festtage, oder wenn wir jetzt Sunna-Gebet verrichten, wenn wir bitten um Regen. Es gibt so ein Sunna-Gebet, bitten um Regen. Ja, dann ist es auch Sunna, dass man vorher Ghusl macht. Oder wenn ich jetzt jemanden gewaschen habe, einen Verstorbenen, für mich ist es Sunna, mich zu waschen. Derjenige, der die Waschung vollzogen hat, ist für ihn Sunna-Handlung, das zu tun. Er kann nachher Wudu, es ist Sunna-Handlung. Er muss nicht Ghusl machen. Es ist Sunna-Handlung für ihn, nach dem Ghusl vom Verstorbenen, dass er selbst Ghusl macht. Aber wenn er die Zeit nicht findet und die Möglichkeit nicht findet, macht er Wudu und betet normal. Deshalb sagen wir Sunna, soll, muss nicht. Ja? Für Personen, die auch bei Sonnen- und Mondfinsternis vor dem Gebet
Wenn Sonnen- und Mondfinsternis ist, Mondfinsternis, gibt es im Islam auch eine Sunna, ein Sunna-Gebet. Ja? Hat jemand von euch das jemals gebetet? Ja? Schaut mal eine Zeit, wo Sonnen- und Mondfinsternis ist, dann kann man auch dieses Gebet irgendwann auch vielleicht in der Moschee organisieren. Eine schöne Sache. Dann soll man vorher auch Ghusl machen und hingehen. Bei Verrichtung der Hajj, also das heißt, wenn ich in Hajj bin, auf der Pilgerfahrt, wenn ich jetzt, bevor ich mit dem Ihram beginne, es ist Sunna-Handlung, dass ich Ghusl mache. Ja? Weil man nachher sozusagen die Hajj-Riten hat in der Regel und da schwitzt man und so und deshalb beginnt man erstmal die ganze Sache sauber. Wenn man nach Mekka kommt, wenn die Möglichkeit besteht, bevor man reinkommt in Al-Haram, macht man auch Ghusl. Wenn ich auch in Arafat bin, wenn ich in Arafat bin, bevor ich zu Arafat gehe, kann ich auch Ghusl machen. Oder wenn ich auch in Arafat bin, mache ich auch Ghusl. Wenn ich jetzt, bevor ich gehe und die Jamra bewerfe, Sunna, ist es auch Ghusl zu machen. Das heißt also, hier gibt es gewisse Empfehlungen, wo wir auch Ghusl machen sollen. Wie gesagt, das sind alles Anlässe, die auch gleichzeitig für Hygiene sorgen unter den Muslimen und Sauberkeit. Okay? So. Aber vorher, wie macht man Ghusl? In der Regel. Wie machen wir Ghusl? Ghusl machen wir, also hier haben wir, was Ghusl angeht, wir haben Pflichthandlungen und wir haben Sunna-Handlungen. Was sind die Pflichthandlungen? Ich habe gesagt, der gesamte Körper muss gewaschen werden. Die Sache ist ganz einfach bei Ghusl. Und wie gesagt, nach der hanafitischen Schule, Nase und Mund müssen dazukommen. Ansonsten ist die Waschung damit vollzogen. Aber wie macht man das als Sunna-Handlung? Als Sunna-Handlung, bitte. Ja? Gibt es Frage? So, als Sunna-Handlung. Ja, sag uns, wie du das machst. Ja? Wie machst du Ghusl als wie machst du Ghusl allgemein? Ja, also man beginnt erstmal mit einer Sache. Erstmal macht man Folgendes: Falls irgendwelche Sache zu beseitigen ist, beseitigt man sie. Zum Beispiel, wir haben gesagt, Madi, Wadi, wenn hier irgendwas da ist, also man wäscht erstmal die Ausscheidungsorgane. Nummer eins. Ja? Nachher, was macht man? Beginnt man so, als würde man Wudu machen, ohne dass er die Füße wäscht am Ende. Ja, und dann natürlich ja, macht man eine vollständige Ghusl. Was machen wir in der Regel? Man wäscht auch nachher die Haare mit Seife und so, gut. Ich meine, in Ghusl muss man das nicht machen, aber empfehlenswert. Und dann, ja, und dann halt den gesamten Körper, wäscht nachher die Hände. Und jetzt muss man achten, ist man Schafi'i oder ist man Hanafi? Wenn du Schafi'i bist, musst du darauf achten, die Geschlechtsteile nicht mehr zu berühren, nachdem du angefangen hast. Wieso? Weil die Berührung der Geschlechtsteile annullieren Wudu nach Imam al-Shafi'i. Nach Imam Abu Hanifa, Berührung der Geschlechtsteile ohne Lust annullieren nicht Wudu. Okay? Und deshalb sagt man, weil du kannst auch nachher, du kannst praktisch Ghusl machen inklusive Wudu. Dann kannst du daraus, mit dieser Absicht gehst du raus und betest. Okay? Also man muss nicht erstmal Ghusl machen und nachher wieder Wudu machen. Wenn man achtet auf gewisse Dinge, die nicht Wudu annullieren. Ja, so macht man das. Natürlich, ich meine, wenn ich, weil am Ende wasche ich alles mit Wasser. Ja, natürlich bei Ghusl. Was macht man bei Ghusl? Bei Ghusl musst du den gesamten Körper waschen am Ende. Weil wenn ich jetzt Seife verwendet habe, was muss ich am Ende machen? Wieder auswaschen. Okay. Weil es muss am Ende, der letzte Schritt muss immer sein, klares Wasser. Und das kommt zustande. Also ich kann dann Ghusl mit anderen Sachen verbinden. Ja? Und ohnehin, wie wir wissen, die anderen Schulen verlangen immer die fassende Absicht für Ghusl. Imam Abu Hanifa verlangt das nicht. Okay? Weder bei Wudu noch
noch bei Russell. Weil er sagt, diese Handlung an sich, wie sie durchgeführt ist, bezweckt, dass man das Gesamte, und wenn man das tut, dann ist das, was man machen soll. Die anderen Gelehrten sagen, du musst die Absicht fassen, sonst gilt das nicht, bitte. Das ist dann die Sunna. Wir werden nachher lernen bei Wudu, dass ich dann erstmal mit der rechten Seite beginne, dann mit der linken. Aber das ist alles Sunna-Handlungen. Wenn ich anders gemacht habe, gilt auch. Kein Fleck trocken sein darf, es sei denn bei Frauen. Wenn sie zum Beispiel ihre Haare vorher so gestaltet haben, kompliziert, alles zu, haben daran gearbeitet, 2 Tage und 2 Nächte, dann sagen wir ihnen, du musst das nicht lösen. Alles muss. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gezielt Nägellack habe, was muss ich machen? Entfernen. Sonst gilt Rüssel noch nicht als erfüllt. Ja, jetzt frage ich eins. Wenn wir jetzt, gut, ich meine, nach allen Schulen ist das Sunna-Handlung. Frage, wenn ich jetzt das überhaupt nicht habe, nehmen wir an, jemand ist ohne Zähne. So würde ich mir überlegen erstmal. Wenn jemand jetzt ohne Zähne ist, muss er diese Zähne waschen? Die sind nicht da. Jetzt nehmen wir an, der hat das jetzt sozusagen zugemacht mit irgendwas anderem. Also die Zähne, da kann man auch so nicht denken, das ist ein bisschen schwierig. Nee, ich meine, nein, sie meint Sachen, die man drauf klebt, die man nicht entfernen kann. Ja gut, ich meine, das ist was anderes. Wenn du eine Zeitspanne hast, das ist was anderes, das ist eine medizinische Notwendigkeit. Dann machst du das und dann natürlich, und die Frage ist bei der hanafitischen Schule, sie sagen nicht, sie sagen allgemein Mund spülen, sie sagen nicht jede Ecke und von oben und unten und das, und also so, sie sagen nur spülen. Und damit kann sein, dass ein Teil vom Mund vielleicht nicht nass wird. Und die Nase, sie sagen nicht, du musst einatmen und das muss ganz so nicht. Also allgemeine Waschung. Weh tut, kenne ich nicht so. Also so kenne ich das nicht. Aber wie gesagt, ich frage nach. Ich kenne das nur so als allgemeine Waschung. Nicht, dass man jetzt extra und dass man extra darauf achtet, dass überall allgemein wie das ist. Und wie gesagt, für alle anderen sind das nicht Teil des Gesichts und damit sowieso Sunna. Okay? Dass er nicht das nachher abwischt. Ja, das ist also nicht Tahir. Der muss als End, ganz genau, der muss als Endstufe, muss klares Wasser kommen. Ja, wenn man das nicht macht, dann ist damit ein Problem. Ja, ist ungültig, klar. Weil es muss als, ohnehin, wer kommt aus dann Badewanne mit Seife drauf? Ach so. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist dann, es muss mit klarem Wasser sein. Das ist eine Bedingung mit klarem Wasser. Deshalb sagen wir, du kannst vorher Seife etc. alles benutzen, aber als Ende muss von oben bis unten klares Wasser sein, dass es auch fließt. Ja, dann gilt die Waschung. Das ist eigentlich das A und O in Rüssel. Bitte.
Nee, das ist eine große Wassermenge und diese Wassermenge ist Tahir Tahur, also die muss, weil diese Wassermenge, die darf, also sie, das ist Wasser, große Menge, das ist wie im Fluss, wie man im, weil wir unterscheiden, wieso sagen wir fließendes Wasser und nicht stehendes Wasser? Es kommt darauf an, weil das stehende Wasser hat immer die Eigenschaft, dass es mit der Zeit, ja, dann dreckig wird. Das ist dann vielleicht Tahir, aber nicht Tahur, nicht? Und deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel klares Wasser habe, große Menge von Wasser, und wie im Fluss, man taucht hinein und geht, wie im Meer, taucht hinein und geht, dann sagen wir, natürlich damit kommt Tahara zustande, wenn man auch nachher, wenn man die Absicht hat, nach anderen Gelehrten die Absicht hat und wie gesagt, dass der gesamte Körper damit auch mit Wasser in Berührung kam. Aber das ist das andere, ein anderes Aspekt. Aber hier sprechen Sie auch von diesem fließenden Wasser. Wieso? Weil wenn die Wassermenge klein ist und man ist drin und geht hoch, ja, dann, wie gesagt, das ist dann nicht mehr Tahurwasser. Ich komme rein und dann gehe ich raus. Das, was am Ende abfließt, ist nicht Tahirwasser. Und deshalb sagt man, es muss fließendes Wasser. Also du nimmst von da und benutzt das. Während bei großen Wassermengen, Fluss, Meer und so weiter, das ist Tahir. Der Prophet sagte, huwa Tahuru Ma'u. So. Jetzt kommen wir zu Wudu. Wudu, das ist dann die Gebetswaschung. Gebetswaschung, natürlich, wenn ich jetzt beten muss oder beten möchte, auch wenn ich freiwillige Gebete mache, muss ich im Wudu haben. Das heißt, ich muss vorher diese Wudu-Waschung, Gebetswaschung gemacht haben. Im Koran ist die Verpflichtung zu Wudu vorhanden, eindeutig, Surat al-Ma'idah. Und deshalb haben die Gelehrten auch die sogenannten Arkan al-Wudu, also die Muss-Handlungen, die in Wudu vorkommen müssen, daraus abgeleitet und haben gesagt, die Niyya, die haben sie nicht abgeleitet aus der Ayah, sondern sie haben sie abgeleitet aus dem Hadith, weil der Prophet sagte, innamal a'malu bin Niyyat. Und Imam Abu Hanifa sagt, die Niyya ist nicht ein Rücken für Wudu. Weil er sagt, dass man diese Handlung auf diese Art und Weise macht. Und damit ist bezweckt Sauberkeit. Also für ihn ist Niyya nicht notwendig. Aus der Ayah hat man dann entnommen folgende Pflichtteile, die wir kennen. Das erste ist einmal das Gesicht waschen, einmal. Das zweite ist, dass wir die Arme, die Hände und die Arme bis zu den Ellenbogen einmal waschen. Das dritte ist Benetzung des Kopfes. Das vierte ist Waschen der Füße bis zu den Knöcheln. Nach dieser Reihenfolge, diese Sache mit der Reihenfolge ist umstritten. Imam Abu Hanifa sagt, Reihenfolge ist keine Muss-Handlung. Das heißt, nach Imam Abu Hanifa kannst du mit den Füßen beginnen und mit dem Gesicht enden. Aber niemand macht das so. Nur er sagt, falls jemand das so macht, ist das, weil für ihn nach der Aya dieses und, wa, bedeutet, das bedeutet nicht Anordnung. Nur andere Gelehrten haben gesagt, hier hat das deutet auf Ordnung hin. Gut, jetzt haben wir gesehen, was sind die Pflichtteile? Jetzt sagen wir nach Mehrheit der Gelehrten, Imam Abu Hanifa wird auch nicht böse sein, wenn du die Absicht fasst vorher. Absicht, einmal Gesicht waschen, Arme und Hände einmal, Gesicht, Kopf benetzen und Füße bis zu den Knöcheln. Machst du das so, hast du eine gültige Gebetswaschung. Und wie gesagt, wenn du das auch nach Imam Abu Hanifa 100% machen willst, bitte Nase und Mund spülen, säubern, damit kannst du beten. Wieso? Weil hier die sogenannten Pflichthandlungen erfüllt sind.
Aber wir machen das nicht so. Wieso? Weil wir auch darauf achten, die Sunna-Handlungen noch zu berücksichtigen. Und die Sunna-Handlungen, das sind dann Handlungen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gemacht hat. Und sie unterscheiden sich von Schule zu Schule. Nicht gravierend, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel, Imam Malik sagt, Reiben, wenn du wäschst, gehört zu den Pflichtteilen. Imam Abu Hanifa, wie gesagt, sagt, Reihenfolge ist nicht wichtig. Aber was ist wichtig für ihn? Dass das Ganze ohne Verzögerung stattfindet. Für andere Gelehrte sagen, es kann mit Verzögerung stattfinden, spielt keine Rolle, du musst nur diese Teile gewaschen haben. Zum Beispiel, dass du jetzt Gesicht und Hände gewaschen hast, dann gehst du kurz einkaufen, kommst du wieder zurück und dann wäschst du weiter, ja, also nach dieser sogenannte, also dass es sofort sein muss, muss nicht sein. Die Schafiten sagen, gilt, kannst du machen. Aber niemand macht das so. Ich will nur sagen, falls es manchmal zu solchen Sachen kommt, dass man weiß, oder falls ich nur wenig Wasser habe und ich habe das, dass man auch weiß, wie das überhaupt läuft. Aber wie machen wir das in der Regel? Natürlich anders. Wir fangen erstmal damit an, dass wir die Absicht fassen. Jetzt machen wir das ganz allgemein. Und ich würde das jedem empfehlen, so zu tun. Weil, wie gesagt, im Islam ist es schön, wenn man versucht, alle Meinungen zu berücksichtigen. Damit sozusagen widerspricht man niemanden. Und dass man ein bisschen was mehr tut, freiwillig, ist besser, als dass man etwas unterlässt. Und deshalb komme ich und sage, ich beabsichtige jetzt, wo du... Die Absicht muss nicht ausgesprochen werden. Alleine, dass ich jetzt weiß, ich mache jetzt, wo du, das ist die Absicht. Also Absicht bedeutet, dass mir bewusst wird, dass ich jetzt diese Handlung mache. Das ist Absicht. Dann, was mache ich? Ich wasche erstmal die Hände. Und wenn ich jetzt einen Topf habe, wo ich dann Wasser hole, außerhalb des Topfes. Also nicht wie die Engländer, Wasser voll machen und fangen vom gleichen Wasser alles zu tun, geht nicht. Du nimmst von dem, wäschst du die Hände. Natürlich, bevor man beginnt, was macht man als erstes als Muslim? Beginnt mit Bismillahirrahmanirrahim. Ja? So. Wäscht die Hände und dann beginnt man, berücksichtigt man, dass man immer rechts vor links beginnt. Das Erste, was wir machen, nachdem wir die Hände gewaschen haben, die Hände nur. Bis dahin. So, jetzt geht's los. Was machen wir? Wir fangen an mit dem Mund. Mit welcher Hand? Mit der rechten Hand. Dreimal spülen und mit der linken Hand dreimal die Nase säubern. Wasser und dann wieder Istinthar, also raus machen, wieder waschen und so weiter. Dreimal. Jetzt habe ich das und nicht mit viel Wasser, also bitte achtet darauf, wenn man Wasser aufmacht, nicht so viel fließen lassen. Besser ist es natürlich, wenn man Wasser nimmt von einem Topf, aber wenn ich auch Wasserhahn aufdrehe, dann nicht so voll, wenig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist eine Sunna-Handlung bei Wudu, wenig Wasser verwenden, wie es geht. Der Prophet sagt, auch wenn du am Fluss bist und vom Fluss Wasser schöpfst und Wudu machst, sei nicht verschwenderisch. Achte darauf, dass du nicht verschwendest. Wieso? Weil wenn man am Fluss auch verschwendet, was wird er machen? Der wird auch zu Hause verschwenden. Das ist eine Einstellungssache. Wenn du aber sparsam bist, dann bist du überall sparsam. Okay? So. Dann haben wir das gemacht. Dann waschen wir das Gesicht. Was ist Gesicht? Gesicht ist immer da, wo Haaransatz beginnt. Diese Fläche wäschst du. Und zwar das eine Mal ist Pflicht. Das zweite Mal, dritte Mal ist Sunna. Okay? Also einmal ist Fard. Muss gemacht werden. Zwei, dreimal ist Sunna. Dreimal waschen. So, jetzt beginnen wir mit ja, wie gesagt, das Gewöhnliche, wo die Haare waren. Ja, also eigentlich im Arabischen, was ist Gesicht? Gesicht ist das, womit ich die Menschen sehe. Und dann beginnt das
einfach so, ja. Und wenn man Bart hat, was macht man? Versucht man so mit den Fingern, dass Wasser auch durch die Haare hineinkommt. Nennt man Tachlil. Okay? So, dass man dann sieht am Ende, es ist gewaschen. Gut. Und jetzt beginnt man mit der rechten Hand und mit dem rechten Arm. Und man wäscht das von hier, nochmal, nicht von hier bis hier, sondern von hier. Bis zu den Ellenbogen, es ist Sunna, mehr zu waschen. Und das dreimal. Und wie gesagt, ich versuche damit auch zu reiben. Also nicht nur Wasser drauf zu tun oder so ein bisschen. Okay, so. Damit, wie gesagt, habe ich das. Dreimal zu waschen ist Sunna. Dann mache ich das gleiche mit der linken Seite. Bitte. Wenn du bis zum Ellenbogen sicher bist, dass du es gemacht hast, weil wir sagen, mach ein bisschen mehr, weil es gibt ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen. Aber die anderen Gelehrten sagen, wir machen ein bisschen mehr, damit wir sicher sind, dass wir das Verlangte gemacht haben. Damit Sicherheit zustande kommt, Gewissheit. Weil wenn ich jetzt das nur bis dahin mache, manchmal kann es sein, dass ich drunter war. Wenn ich ein bisschen mehr mache, ist es mir sicher, dass ich das Mindeste erreicht habe. Ja? Und deshalb sagt man auch, die Sunna ist, dass du mehr machst. So, damit man nicht am Ende weniger macht. Das gleiche machen wir jetzt mit der linken Seite. Und dann kommen wir zum Haarbenetzen. Das heißt, die Hände habe ich dann gewaschen, sind jetzt nass. Und jetzt geht es, ist unterschiedlich von Schule zu Schule. Imam Abu Hanifa sagt, mindestens ein Viertel des Kopfes. Imam Shafi'i sagt, Minimum drei Haare. Was mache ich aber? Ich würde das so machen. Okay, damit, ja, damit haben wir, ist auch gut. So, nehmen wir an, man hat darauf ein, man trägt Kopftuch oder Turban. Wir haben Hadithe, wo der Prophet s.a.w. auf dem Turban benetzt hat. Von Umm Salama. Und das werden wir zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, eine muslimische Frau unterwegs in der Öffentlichkeit, will Kopftuch nicht ausziehen. Was macht sie? Nasse Hände einfach hineintun, wieder rausnehmen. Die Sache ist damit auch erledigt. Muss man nicht ausziehen und gesamte, okay? So, jetzt kommen dann nochmal andere Sunna-Handlungen. Benetzen bzw. säubern der Ohren ist eine Sunna-Handlung. Also wenn ich Kopftuch habe und in der Öffentlichkeit, muss ich das nicht machen. Nein, aber Achi, zum Beispiel kann sein, dass du jetzt die Möglichkeit hast, jetzt ist niemand da. Aber Kopftuch ausziehen, wieder anziehen, das dauert eine halbe Stunde. Ja. Also in der Regel, ja, bis alles sitzt und bis die Dings da sind, und es ist ein bisschen schwierig. Und deshalb sagen wir immer, und manchmal ist es so, sie hat zwar größere, also sie kann auch unter dem Dings waschen. Das ist kein großes, also es gibt manchmal, wenn man das darauf achtet, aber normalerweise, wenn man jetzt auf einer öffentlichen Toilette zum Beispiel, wenn da vielleicht auch Tür offen oder irgendetwas, man kann natürlich manchmal, weil das mehr Zeit nimmt, ausziehen, anziehen etc., anders als. Aber wenn ich zum Beispiel das machen kann, natürlich jeder muss selbst entscheiden. Wir müssen nur wissen, was muss gemacht werden, was soll gemacht werden. Und ich darf nicht gewisse Sachen tun, ja, die Sunna sind und dabei Pflicht vernachlässigen oder verletzen. Ja, so. Dann natürlich die Ohren. Es gibt auch manche, sagen auch den Hals, also von hinten, dass du das auch nochmal machst. Würde ich auch empfehlen.
wenn man kann. Und danach gibt es dann Waschen der Füße. Wie bitte? Nicht Pflicht, Sunna. Man macht das so und geht dann über den Hals von hinten. So, und jetzt geht es zu Waschen der Füße. Ich wasche dann die Füße bis zu den Knöcheln und versuche auch sozusagen die Zwischenräume zwischen den Zehen auch mal zu waschen. Okay? Auch möglichst, wenn es geht. Immer dieses dreimalige ist Sunna, damit auch sicher ist, dass es gewaschen ist, mit rechts, dann mit links. Und dann steht man Richtung Qibla und spricht ein Dua. Allahumma ja'alni min al-tawabin wa ja'alni min al-mutatahirin. Ein mögliches Dua. Es gibt andere Duas, die man sprechen kann. Ja, und damit hat man seine Wudu. Es ist, jetzt kommt die Frage für die Praxis, für die Öffentlichkeit. Es gibt viele zum Beispiel, die haben ein Problem in der Öffentlichkeit, auch die Füße zu waschen. Schwierig. Also was machen wir? Hier kommt ein Thema, wovon wir profitieren können, Masah. Masah heißt, man benetzt die Socken, die Ledersocken bzw. Schuhe. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was auch eine gewisse Erleichterung darstellt. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin unterwegs, ich werde Wudu machen müssen, dann mache ich Wudu und ziehe an entweder Ledersocken, indem ich Wudu habe, weil nachher, wenn ich meine Wudu wiederhole, wasche ich das alles, das wird in der Öffentlichkeit kein großes Problem da sein. Waschen der Füße könnte ein Problem sein. Dann kann ich über die Füße nur, kann sie benetzen mit nasser Hand. Entweder über diese Ledersocken oder wenn ich die Schuhe habe, die bis zu den Knöcheln reicht und ich weiß, dass ich mit der Schuhe laufe auf trockener Straße oder an Orten, wo keine Najasa existiert und meine Schuhe hat keine Najasa drauf, dann kann ich auch die Schuhe benetzen und ich bete mit Schuhe. Nicht ausziehen beim Gebet. Natürlich ist hier die Frage dann, wenn ich in der Moschee beten will, ich werde die Schuhe schlecht anhaben können. Aber wenn ich jetzt woanders in einem Institut etc., kann ich natürlich mit meinen Schuhen beten. Übrigens, die Regel ist zur Zeit des Propheten, dass sie mit Schuhen gebetet haben und nicht anders. Weil auch in der Prophetenmoschee gab es keine Teppiche und nichts, es gab Sand. Und natürlich haben sie die Schuhe nicht ausgezogen, wenn die Schuhe Tahir sind. Und sie haben damit gebetet. Okay? Aber wenn ich jetzt in der Moschee bete, gut, in der Moschee habe ich ja kein Problem, Schuhe auszuziehen und Wudu zu machen. Okay, das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt nicht in der Moschee bete, ja, solange ich diese Schuhe habe, die sauber, die tahir sind, dann kann ich auch die Schuhe benetzen und ich bete mit Schuhen. Dann kommen wir zu dieser Frage. Es müssen Ledersocken sein, nach Meinung von 99,9% der islamischen Gelehrten. Wieso? Weil sie sagen alle, dieser Khuf, die Bezeichnung dafür, zum Beispiel Imam Shafi'i verlangt, diese Socken, die man hat, sie müssen die Eigenschaft haben, wenn du sie ausziehst, dass sie immer noch die Form der Füße haben. Also wie Schuhe. Ich ziehe sie auf, bleiben in dieser Form. Nicht wie diese dünnen Socken. Und Imam Shafi'i sagt sogar, die müssen so dick sein, damit, dass man damit laufen kann, ohne jetzt, weil damals haben sie diese Khuff aus Leder und dann auch andere Schuhe, ohne dass sie kaputt gehen. Und er spricht sogar vom Laufen von 3 Tagen und 3 Nächten. Also sie müssen fest sein. Und deshalb haben die Gelehrten alle gesagt, alle Schulen übrigens. Es gibt nur heute manche Meinungen von manchen, die Ijtihad machen und sagen, ganz normale Socken kannst du verwenden, egal wie dünn und ob sie Löcher haben und so weiter. Das ist aber keine Meinung von keiner Fiqh-Schule. Meinung von vereinzelten Gelehrten. Und ich werde euch sagen, bei Ibadah-Handlungen kann man nicht so einfach Ijtihad machen. Nee, sie müssen, ja. Wenn man normale Baumwollsocken anhat, man hat aber Schuhe drüber.
Die Schuhe müssen bis zu den, also das, was ich benetze, muss mindestens bis zu den Knöcheln reichen. Also wie zum Beispiel diese Schuhe, was ich habe. Ja? Stiefel, Halbstiefel. Oder zum Beispiel jetzt Sportschuhe, diese Halb, wie nennt man, wie Basketballschuhe und so weiter. Die, darauf kannst du benetzen. Man muss darunter zumindest, und dann gilt benetzen von den Ledersocken. Ja? Und deshalb würde ich sagen, am liebsten entweder mit so einem Stiefel oder mit so einem Basketballschuhe oder so, ja, dann kann ich die benetzen und dann bleibt angezogen und kann damit beten. Es muss aber sichergestellt werden, sie müssen Tahir sein. Also, aber wenn ich jetzt auf der Straße gehe, die Straße ist trocken und meine Schuhe sind trocken, auch wenn auf der Straße mal einen Tag vorher ein Hund, was weiß ich, Wasser gelassen, Urin gelassen hat, etc. Und jetzt ist es aber trocken durch die Sonne. Nach allen Schulen, trocken auf trocken, alles behält seine Eigenschaft. Wenn es daher ist, dann ist es daher. Es gibt, gilt nach allen Schulen. Okay? Und deshalb, aber wenn es nass ist, ist schwierig. Wenn ich jetzt weiß, hier ist feucht und hier war mal Urin, jetzt ist natürlich alles Najis und ich trete darauf, dann muss ich die Schuhe von unten waschen. Ich muss die Najasa beseitigen. Aber wenn ich die Schuhe angezogen habe und die habe ich auch von unten gewaschen, kann ich auch benetzen, kann ich damit beten. Hauptsache, alle Kleidung, die ich anhabe, ob jetzt normale Kleidung oder Schuhe sind auch Fußbekleidung, ja, die müssen alle Tahir sein natürlich. Und der Platz, wo ich bete, muss auch Tahir sein, frei von Najasat. Also es gibt viele Aspekte, wo man gewisse Sachen tut, damit man nicht in Schwierigkeiten kommt oder halt schwierige Sachen hat. Bitte. Wie bitte? Ja, natürlich. Bei Wudu, alle Teile, die wir waschen, muss das Wasser die Haut erreichen. Also, Lack muss entfernt werden. Deshalb, was empfehlen wir den Frauen? Benutzt nur Nagellack, wenn ihr eure Periode habt. Henna ist kein Problem. Jetzt sieht man, wie schön auch die Periode ist, da kann man auch Sachen verwenden, weil man keine Wudu machen muss. Henna ist kein Problem, weil alles, was die Haut färbt, aber die Haut keine Isolierungsschicht macht zwischen Haut und Wasser, ist kein Problem. Und Henna ist kein Thema. Auch Haarfarbe ist kein Problem. Fargel kommt darauf, also isoliert, bildet eine Schicht, so dass die Haare, dass das Wasser die Haare nicht erreicht? Ich glaube nicht. Also so nicht, nein. Es ist, das ist wie die Farbe. Aber es glänzt halt ein bisschen und so. Aber so eine Schicht, das Isolierungsschicht wie Nagellack, das ist nicht beim Gel. Bitte. Also der Bruder sagt, wenn man das nicht hat, also keine Schuhe, geeignete Schuhe, keine Ledersocken, nichts, können wir auch sie benetzen, so ganz normal. Wie gesagt, eine Meinung gibt es von manchen, die sagen, auf ganz normalen Socken kannst du, die kannst du... Ach so, auf den nackten Fuß. Nach Meinung der Schiiten kannst du benetzen. Nach Meinung der Ahl-Sunna wal-Jama'a musst du waschen. Die Schiiten benetzen grundsätzlich. Bitte. Aus der gleichen Aya im Koran, wo wir auch sagen, waschen, nur sie sozusagen gehen nach einer Leseart, wo dann heißt, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, sagen sie. Und dann heißt es, benetzen geht dann auf
Köpfe und auf Füße. Während die Leseart, und das ist das, was wie Mutawatir ist, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُولَكُمْ, nicht وَأَرْجُولِكُمْ. Und damit wird dann, kommt Waschen auf Arjulakum und nicht benetzen, wie mit den Köpfen. Wie gesagt, eine Sache, das ist so eine Art, und dann gibt es auch so andere Sachen, die sie dazu nehmen. Gut, ich meine, diese Rezitationsart, die die Schiiten hier haben, sie ist überliefert, aber nicht mutawatir. Und deshalb können wir nicht einfach das andere ignorieren, was da ist, nur weil wir jetzt eine Möglichkeit sehen, dass wir anders sein können. Ne? Als Sunna-Handlung. Gut, jetzt kommen wir zu einer Frage, ist wichtig. Er sagt, man sagt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim im Bad. Aber Allah Ta'ala, der Prophet, sagt uns, man soll im Bad den Namen Allahs nicht erwähnen. Jetzt frage ich euch, wir müssen bitte unterscheiden zwischen Bädern heute und Bädern damals. Damals war so, die Leute hatten keine Kanalisationen. Was hatten sie gehabt in der Regel? Eine Grube. Was man auch heute an vielen Orten findet. Und man hat gesagt, und Bar, also Toilette, war immer getrennt von Waschgelegenheiten. Und deshalb natürlich, wenn ich auf so einer bin, da ist auch, das sind die Najasat da und so weiter, dann sagt man nicht, erwähnt man nicht Allah und so weiter. Aber heute, wenn ich zum Beispiel eine Toilette habe, was geschieht da? Nachdem man seine Notdurft verrichtet hat, was macht man? Ja, spülen. Man schickt das weg. Diese Toilette, die ist dann nicht mehr najis. Also wenn man wirklich auf Tahara achtet, nachdem man das gespült hat, Najasa ist weg. Ja. Wo ist dann die Najasa jetzt? Nicht mehr vorhanden. Stimmt? Was ist jetzt im Bad? Ist eigentlich, wenn man wirklich achtet darauf, zum Beispiel Männer nicht im Stehen urinieren, was auch Makruh ist im Islam, ja, sondern achten auf Tahara, wenn sie gespült haben, ist eigentlich keine Najasa mehr vorhanden. Ich kann natürlich auch Bismillah sagen und alles andere sagen. Weil die Najasa, sie ist nicht da. Grund war, dass ich an einem Ort der Najasa bin. Aber wo ist jetzt die Najasa? Sie ist weg. Also diese Toiletten von heute sind natürlich anders als die Toiletten von gestern. Ja? Nein, die Engel, ich sag dir eins, sie verlassen dich nie. Nein, sie verlassen dich nie, die Engel, auch wenn du auf der Toilette bist. Diese Sache mit die Engel verlassen mich. Die Engel sind immer Begleiter, ununterbrochen. Sonst hätte man das ausnutzen können. Man kommt ins Bad, macht alles, was man will im Bad, ohne dass die Engel dabei sind, und damit ist die Sache erledigt. Ja? Nee, so ist das nicht. Nur der Prophet salam, sagt, es gibt die Engel, die uns begleiten, die lassen uns nie. Die sind immer dabei. Aber ob zusätzliche Engel kommen, ja, weil wir wissen, die Engel, das sind Allah, der Prophet salam, sagt, es gibt kaum einen vier Finger breiten Platz auf diesem, in diesem Universum, ohne dass dort ein Engel ist, der entweder Dhikr macht oder Sujud macht für Allah Ta'ala. Und natürlich kann dann sein, dass, wo der Prophet salam, sagt, wenn gewisse Sachen im Raum sind, dass die Engel nicht reinkommen, damit nicht, sind nicht gemeint die Engel, die uns begleiten, die verlassen uns nie. Aber diese anderen Engel, die dann für uns Dua machen, ich meine, wir sitzen hier in diesem Raum. Ich garantiere euch, dass wir hier viele Engel haben. Die sehen wir nicht. Sie machen für uns Dua. Wieso? Der Prophet salam sagt, es gibt keine Menschen, die sich versammeln, zusammensitzen, damit sie Dhikr machen. Was wir machen, das ist eine Art von Dhikr, dass wir lernen, was Allah Ta'ala von uns will, ohne dass die Engel zu ihnen kommen.
Und sie rufen sich einander und sitzen und machen Dua für uns alle, bis wir diese Sitzung beenden. Und deshalb, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt, es gibt Hadithe, die sagen, wenn ein Hund im Raum ist, dann kommen keine zusätzlichen Engel. Ja? Dann sagen sie auf Wiedersehen, jetzt kommt etwas, wo wir nicht sein wollen. Aber die Begleiter, die sind da, die verlassen uns nicht. Aber das ist ein Thema für Aqida wieder. So, Fragen von dieser Ecke? Keine Schwester, Bruder, und dann machen wir Pause. Ja, bitte. Also normalerweise, wenn man wirklich im Sitzen alles verrichtet, nachher spült, achtet auf die Sauberkeit, gibt es keine Najasa im Bad. Wo soll sie dann sein? Im Stehen, das Problem ist, wenn Leute im Stehen urinieren, wir wissen heute, dass zum Beispiel diese Urinspritzen, ja, heute sagt die Wissenschaft, manche, also Urinspritzen bis zu 6 Metern Urintropfen. Natürlich sagt uns die Scharia, wenn diese Urintröpfchen so gering sind, dass sie nicht sichtbar sind, dann annullieren sie auch nicht die Tahara, beeinträchtigen sie nicht die Tahara. Und deshalb, aber wir sagen sicherheitshalber, was macht man? Im Sitzen urinieren, damit kein Wasser, keine Najasat da und da spritzt. Dann macht man das, nachher wäscht man das, ja, und damit ist die Tahara vor. Dann guckt man auch, dass da keine Najasa übrig bleibt. Ja, damit ist die Tahara vorhanden im Bad, ist überhaupt kein Thema mehr. Also wir müssen hier achten, früher zum Beispiel haben die islamischen Gelehrten gesagt, auf dem Dach von einer Toilette darfst du nicht beten. Natürlich, wieso? Weil früher die Dächer aus Holz und diese Gase und alles Mögliche kommt auch hinein und die Najasa ist da. Aber heute zum Beispiel, die Dächer sind alles, ja, richtig zu, auch wenn du im zweiten, dritten Stock bist, auch wenn unter dir Toiletten sind, kannst du natürlich beten, weil die Najasa, sie kommt nicht hoch. Das ist anders als wie die Toiletten früher gemacht wurden und so weiter. Heute durch diese Kanalisationen hast du keine Najasa mehr im Bad, wenn du wirklich auf Tahara achtest. Aber wenn man nicht auf Tahara achtet, natürlich. Und leider, man sieht, wie die Muslime, wie sie die Toiletten hinterlassen, wenn sie in den Moscheen und so weiter. Und man muss diesen Muslimen, diesen Kindern beibringen, was Tahara ist. Ja? Und dass man auch weiß, auch wenn ich nicht jetzt zu Hause bin, ich lasse keine Schweinereien hinter mir, wenn ich rausgehe. Weil andere Muslime machen auch ihre Tahara und damit sie auch hier sich nicht verunreinigen. Aber das muss erzogen werden. Bitte, Bruder. Ah, aber wenn du sie wäschst, ich meine, auch wenn die Najasa, natürlich, wenn ich jetzt Najasa habe, ich habe sie weggetan und ich habe die Bürste, auch jetzt ist sie sauber, sie ist auch wieder Tahir. Ich meine, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, du hast Urin auf der Hand und du hast es gewaschen, deine Hand ist wieder Tahir. Okay? Aber sie muss gewaschen werden. Also nicht so lassen, dass am Ende Überreste bleiben und so weiter, dann ist sie natürlich nicht Tahir, ja, also man muss, wie gesagt, ein bisschen sorgfältig mit dieser Sache umgeht, weil, was sagt der Prophet? Es gibt viele Menschen, sie werden gepeinigt im Grab wegen der Vernachlässigung von Tahara. Okay? Ja, also Lippenstift, und das muss gewaschen werden. Also es darf keine, guckt mal, es darf keine Isolierschicht kommen zwischen Haut und Wasser. Wasser muss die Haut direkt berühren. Alles andere, was isoliert, ist zu beseitigen. Wenn man kann, wenn man nicht kann, zum Beispiel nehmen wir an, jemand arbeitet als Maler. Und durch seinen Job gibt es da Tröpfchen, da Dings, und er versucht, aber es bleibt, das gehört dazu, das ist kein großes, aber dass man gezielt Nagellack macht, ja, dann sagen wir, musst du entfernen. Dass es nicht ist, damit, die Farbe, solange das Farbe ist, Farbe isoliert nicht. Farbe ist nicht wie Lack.
Also, das ist wie Henna oder wie Farbe, macht kein Problem. Aber wenn das zum Beispiel Ölfarbe wäre, das ist dann wie Lack wieder, dann isoliert. Aber wer verwendet Ölfarbe? Okay? Ja, aber nicht, dass es so isoliert. Wenn eine Schicht darauf kommt, dann muss sie entfernt werden. Ja, aber das Problem ist, Bruder, ich kenne mich da nicht aus. Nee, ich habe mich niemals schön gemacht für irgendeinen Mann, deswegen weiß ich nicht, wie die Sache ist. Also falls das kommt, das ist die Regel, das müssen wir lernen. Falls eine Isolierschicht kommt, egal was das ist, dann ist sie zu beseitigen. Okay? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Wir machen jetzt eine Pause bis 2:15. Und dann machen wir weiter. Es wird hier gebetet, also hier bleibt. Und ich werde sagen, vorschlagen, wir können uns zusammentreffen, beten ab 2 Uhr. Gemeinsam. Also bereitet euch bis dahin. Es gibt unten bis 2 Uhr Essen in der Cafeteria. Ach so, und wer hier essen will,